willkommen zum Osterspezialvideo. Geshoppt habe ich nicht, noch nicht. Also zumindest habe ich das die letzten Male ja immer gleich mitgenommen, wenn ich bei Kreativdepot war. Deswegen gibt es keine Pakete zum Auspacken. Aber ich habe hier noch was liegen gehabt, was ich von einem wirklichen Herzmenschen vor einiger Zeit mal geschenkt bekommen habe und was einfach danach ruft, auch mal verarbeitet zu werden. Und zwar ist das dieser tolle Blog. Das ist von der klitzekleinen Kritzelei. Ne? Die Wishlist. Wenn man den aufmacht, hat man hier so einen Block drin. Jede Seite ist gleich mit diesem süßen Mäuschen. Finde so klasse. Ist so schön, der Block. Schönster Block für deine schönsten Wünsche, Worte, Gedanken und Ideen. Genau. Und dafür möchte ich ihn auch benutzen. Für mich selbst nämlich. Ich möchte es nicht, natürlich nicht verschenken, weil ich habe es ja geschenkt bekommen, aber ich möchte es nett verpacken. Da habe ich so ein bisschen so als, auch als Aufgabe bekommen. Was ich natürlich sehr gerne mache. Allerdings muss ich den Block vom Deckel trennen, weil ich das so ein bisschen Graupappe einbinden möchte und es nicht nur einfach so benutzen möchte. Und im gleichen Atemzug hatte ich auch so ein Probestück von so, wie sagte sie, veganem Leder, also Kunstleder, hat man bei uns früher gesagt. Ja, damit soll man auch Graupappe einbinden können. Und ich finde die Farbe super toll. Das ist so ein Rauchblau. Also, und ich habe mir dazu ausgesucht, ich habe ein bisschen hin und her geschwankt zwischen dem Salbei und dem Babymint. Aber ich finde, dass das einfach ein schöner Kontrast ist. Ne, das Salbei wäre ein bisschen dunkler, aber ich fände es schöner, wenn das Designpapier vorne der Deckel ein bisschen heller ist. Und ich finde, das Babymint ist einfach eine wunderschöne Farbe. Ich mag es total gerne. Und ich wollte es nicht so einfarbig, das hätte dann wieder nicht gepasst. Aber mit dem Kontrast, mit dem weißen Streifen, finde ich das ganz toll. So, ich habe nur grob gemessen. Wir machen das jetzt alles zusammen. Das Einzige, was ich schon vorgeschnitten habe, ist die Graupappe. 2 mm. Ich weiß nicht, ob ihr die Blöcke habt. Ich habe einfach die Graupappe in der Höhe auf 21,3 geschnitten. Die Graupappe, die ich habe, ist von Kreativdepot. Die hat ein Maß von 30,5 x 30,5, wie das Designpapier. Habe ich einfach dann in der Mitte bei 15,25 knapp geteilt. Es ist nicht 100% auf den Millimeter, aber das geht. Wenn das jetzt gleich noch eingebunden ist, sollte man das nicht mehr sehen. Und da es relativ schmal ist und ich das nicht zu groß machen möchte, habe ich auch nur so einen ganz schmalen Rücken mir zugeschnitten, weil da soll auch nicht mehr rein. Das soll einfach nur der Block sein, wo ich meine Ideen aufschreibe und dann. Genau. So. Dann kann ich euch noch zeigen, ich habe ja einen wunderbaren Tipp hier bekommen von eurer Community oder von unserer Community hier. Ich war ja auf der Suche nach diesem Pinsel von Raphael und habe die im Netz nirgendwo gefunden. Und dann habe ich den Tipp bekommen, dass es das bei Gerstecker gibt. Gerstecker ist ein Künstlerfachmarkt. Gibt es nicht in jeder Stadt. Hier in Bremen gibt es ihn. Und der Laden ist eigentlich auch ganz schön. Da bin ich natürlich auch hingeschlappt. Da kaufe ich auch immer Teile meines Buchleins und den Planatol und solche Sachen. Und Stifte von Posca, ach, da kriegt man eigentlich alles. Genau. Gab es zudem oder gibt es nicht im Geschäft, also zumindest nicht bei uns in Bremen, aber im Online-Shop bei Gerstecker. Da gibt es den. Und die haben mir das einfach bestellt, damit ich eben die Versandkosten nicht habe. Die kosten 7 Euro und ein paar zerdrückt, also nicht ganz 8 Euro. Das sind 3 Stück. Ne? Ganz klein und niedlich. Finde ich total schön. Und das sind spezielle Klebepinsel. Ne? Steht ja auch drauf hier, ne? Vanish und Glue. Ja, danke, danke, danke für den Tipp. Ich bin happy, ich habe sie. Seit Montag. Genau, da habe ich sie abgeholt. Das ging mit dem Bestellen total schnell. Und gerade bei so großen Sachen zum Einleimen ist dieser Pinsel genial. Auch, dass er so kurz ist. Also das finde ich schon mega klasse. Und liegt natürlich gut in der Hand, ne? So, und zwar möchte ich die Rückseite gerne mit dem Leder machen. Und das passt eigentlich von der Größe eigentlich relativ gut. Ich wollte es eigentlich, dass es obenrum noch so ein bisschen,
mit rüber geht, so einen kleinen Ansatz, aber das sollte passen. Und dann hier das Designpapier. Das heißt, ich müsste eigentlich erst eine Seite mit dem Designpapier machen und das dann hier überlappend mit drauf machen, würde ich sagen. Oder wie? Ich kann es auch so machen. So. Das wird knapp. Muss mal gerade gucken, wie weit ich hier rum kann. Dass es auf jeden Fall hält. Weil es ist ja ein bisschen fester. So, sollte. Ist knapp, aber es könnte passen. Genau. Bisschen noch nach oben. So. Ich gucke mal gerade. Was haben wir denn hier? 20, ja. Müsste fürs Designpapier auch reichen. 20 mal 25. Schneide ich mir jetzt auch nochmal für die zweite Hälfte zurecht. So man den Platz hätte, ne? Muss jetzt mal so gehen. 20. Ja, wir können ja hier 21 machen, habe ich ein bisschen mehr zu umschlagen. Mal 25. So. Dann fange ich das jetzt erstmal an, so aufzukleben. Okay, also ich hoffe, das wird was. Nur zur Lücke, ne? Buchlein hatte ich sowieso noch auf dem Tisch stehen. Ein bisschen mehr nehmen. Ich muss ein bisschen rüber, so, ne? Bin ich so in der Mitte? Ja, geht, ne? So. Ja, dann pinseln wir uns das mal ein. Das ist auch gut, wenn das ein bisschen dicker ist. Hätte ich mich ja mit dem kleinen Pinsel dumm und dusselig gepinselt. Er zieht ja auch relativ schnell an, der Buchleim. Ups. Ich habe noch gar kein Papier rausgesucht für die Innenseiten. Das ist ja auch wieder schlau gewesen. So. Ja, das muss reichen. So. Andrücken. Theoretisch brauchen wir hier nur 2 mm zwischen und nicht 4, wie die Teile sind von dem Set für das Buchbinden von. Dann mache ich mir einfach mal hier so zwischen, dann weiß ich ungefähr auf welche. Das wird echt knapp, ne? Ja, wenigstens ein bisschen. Gut, da wäre der Kleine jetzt besser gewesen, ne? Aber eben nur für das kleine Stück. Ja.
So. Glaube, das braucht echt ein bisschen länger, bis das klebt, ne, wenn es überhaupt klebt. Also da muss dick Buchleim drauf. Das ist ja. Saugt sich ja sofort in den Stoff ein hier. So. Natürlich wie immer alles an den Poten. So. Ich möchte das ja eigentlich da drunter haben. Also wäre es ja eigentlich sinnig. Das so zu kleben, ne? Hätte ich gar nicht so breit schneiden müssen. Guck mal. Habe ich das so breit geschnitten? So würde ich das jetzt machen. So und so. Ja, kann ja noch mal. Egal, wir lassen das so, ist nicht schlimm. Heißt, ich schmiere mir das hier jetzt einmal ein, damit das eine Verbindung kriegt. Also habe ich auf die Art auch noch nicht gemacht, aber können wir mal ausprobieren. Normalerweise ist ja der Buchleim oder Buchlein ja eher das, was nur die Verbindung ist, aber Versuch macht Buch. Ich mir das jetzt hier bündig an. So. Jetzt klebt einfach noch nicht drauf, ne? Ich brauche da echt lange für. Das Papier. Braucht ein bisschen, bis es eine Verbindung eingeht hier. Wölbt sich wieder hoch, ne? Okay. Das wird man wahrscheinlich eine Weile erstmal festhalten. Ich mache das so, ich mache mal eben eine Pause fürs Video und wir machen an der Stelle weiter, wenn sie so. Also ich hoffe, es hält jetzt einigermaßen, die Pappe wälzt sich ein bisschen. Das muss dann nachher auf jeden Fall nochmal unter die Presse. Ich habe jetzt die Seite mit dem Papier schon mal auch schon mal drauf geklebt und mir das nochmal so ein bisschen eingekürzt. Das war doch ein bisschen viel. Und jetzt nehme ich mir mal diesen Eckenabschnitt, diese Eckenhilfe und schneide mir mal wenigstens schon mal die Ecken vor. Wie sonst auch. Einmal da. Jetzt bin ich gerade überlegen, das
so in 1 umklappen, ja, das wird da eigentlich gehen. Ich fange erstmal mit der Seite an, oder mit den Seiten. Mir das mal ordentlich einzupinseln hier. Ordentlich per Portion Buchleinen drauf. Ich denke, das muss man fest machen mit so Klammern. Sonst wird das nichts. Sogar in der passenden Farbe. Muss das mal eben so hoch nehmen, sonst, damit das auch richtig stramm rüber ist. Also das ist eine Sache, die länger dauert, wie man sieht. Ein ziemliches Gematsche. Aber so müsstet ihr das dann auch machen. Es sei denn, ihr habt noch eine andere Idee. Und dann würde ich sagen, mache ich schon mit der Papierseite weiter. Das sollte ja problemlos gehen. So, ich nehme das Falzbein zu Hilfe, dass er schön gerade wird. So. Dann kann ich das auch mal schön umschlagen und andrücken. So, hier die Ecken wieder schön einschlagen. So. Ich würde mal sagen, den Rest, der ist klar, ne? Das wird dann so umgeklappt, aber es dauert halt ewig mit dem Trocknen. Deswegen mache ich das in Ruhe eben alleine, das Einschlagen, und wir treffen uns gleich wieder, wenn das innen drin weitergeht. So, ich hatte gerade auf Pause gedrückt, da rief mein bester Freund an. Praktisch, ne? In der Zeit konnte das nämlich alles mal schön trocknen. Und ich muss sagen, wenn man so ein bisschen Geduld hat und noch ein bisschen konzentrierter arbeitet, das ist schon echt. Was ich nicht so prickelnd finde, sind die Ecken. Die lassen sich ein bisschen schwerer verarbeiten. Also ich meine, fürs erste Mal, ne? Wollen wir mal nicht meckern hier. Aber das ist, muss noch ein bisschen weiter rüber gezogen werden. Das klebt hier auch noch nicht richtig, sehe ich gerade. Da muss ich schon mal ein bisschen abschneiden. Ein kleines bisschen. So. Und dann pinsel ich da noch mal ein bisschen Kleber dran. Bei der anderen Ecke hatte ich das schon gesehen. Hier noch nicht, wenn man so viel quatscht. Ne? Das macht nichts. So.
Zack. Das trocknet ganz schnell. Für innen habe ich mir schon mal ein Papier zurechtgeschnitten. Und zwar habe ich hier von Faltkarten das Papier Graskarton. Ja, Graskarton. Das hat 300 Gramm. Und das finde ich echt farblich ganz passend zu dem Block, weil der ist ja nicht rein weiß, der ist ja eher so cremefarben. Passt gut dazu. Und ich habe es auch nicht auf die ganze Länge gemacht, weil hier ja eh der Block drauf kommt. Genau, das wollte ich mal eben schon mal einkleben. Dann habe ich von der Titelseite, also ich habe mir einfach nur den Deckel abgeschnitten mit dem Cutter und habe mir hier die Maus ausgestanzt. Das hat nicht ganz gepasst, ne? Mit dem hätte ich noch mal ein bisschen anders machen können. Das macht nichts, aber da kommt eh noch. Vielleicht schneide ich noch mal den Stern aus und klebe den da drüber. Ich habe die Stanzform. Wo sind sie hier? Aufleger mit Dudelrahmen. Den mittleren habe ich genommen und habe einmal durchgestanzt, habe es noch mal angelegt, um zum Einkürzen und habe dann eben das kleine Stück noch mal gestanzt. Aber es hat irgendwie noch mal einen Millimeter gefehlt. Aber das macht nichts. Genau. So. Das heißt, ich habe immer noch zu wenig Platz. Ich pinsel mir jetzt erstmal hier die Graupappe ein. Graupappe, das Designpapier. Das Designpapier. Ich habe ein Müll, ne? Hier, der Cardstock. Oh, Mann. Zu zunehmender Stunde wird es schwieriger mit dem Sprechen. Der Tag schon 12 Stunden hat, dann ist irgendwann. Genau, wir haben heute schon ein paar Einkäufe gemacht. Dass wir zumindest erst nochmal am Samstag kurz los müssen für die frischen Sachen. Für Ostersonntag und Ostermontag. Bevor es dann wieder losgeht. Am Dienstag. Und in der ersten Woche, also wie gesagt, die Woche nach Ostern, seid nicht traurig, wenn kein Video kommt. Doch, es wird ein Video kommen in der Woche nach Ostern. Aber erst den Sonntag spät, weil ich berichten möchte in meinem Video von dem Kropp in Oldenburg. Da bin ich ja den Samstag, nächste Woche Samstag. Und da gibt es bestimmt eine Menge zu berichten. Zumindest wird es da in der Richtung ein Video geben. Und vielleicht einen kleinen Haul, weil ich werde definitiv noch mal was ordern. Aber sonst wird da nicht, also es wird kein Projekt geben nächsten Sonntag. Also denke ich mal nicht, es sei denn, es passiert irgendwie noch ein Wunder, dass ich das jetzt an Ostern schon mal vordrehe, aber da müsst ihr euch eben mal überraschen lassen, ne? So. Eben da eben noch mal in die Rillen geben mit dem Falzbein. Das alles ordentlich andrücken. Das braucht natürlich wieder, bis es klebt. So. Kann man das schon mal vorsichtig biegen. Ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, sonst reißt es ein. Aber es klebt hier an der Stelle noch nicht. Dann können wir noch mal wieder mit unseren Klammern arbeiten. So. Schon praktisch, ne? Video in 25 Etappen. Aber wir kriegen das fertig. Wir kriegen das fertig. Genau. Wir können ja vorne mal am Cover ein bisschen arbeiten. So, das soll da vorne drauf. Ich finde, das passt total gut dazu. Ich habe mir nochmal ein Stück von dem Cardstock ausgestanzt mit dem Graskarton. Das möchte ich als Mattung hier drauf haben. Auf jeden Fall so. Nur textmäßig, da muss ich nochmal gucken, ob ich überhaupt was drauf mache an Text. Ich finde, das ist ja schon echt schön, ne? Hm.
Den Stern noch mal ausschneiden. Den hier noch mal auf die Ecke kleben. Ein paar Spritzer könnte man noch drauf machen. Colliro, ne? Wie immer. Schneiden den nur eben aus, so. Dieses End, das könnte auch hinten drauf. Auch was. Mal gucken. Ende mit Dots haben wir ja auf jeden Fall ausreichend. Auch in Vintage, nee, Vintage im Baby Mint. Kommt hier noch Vintage? Ah, ist ja heute wieder richtig warm, ne? Also ich habe heute, glaube ich, heute hatte ich in meinem Einkauf mal richtig Bock auf dem Eis. War zwar nur so eins aus der Tiefkühltruhe, aber es hatte so ein Feeling von Frühling, das mal eben schnell im Auto zu verputzen. So. Ja. Aber das können wir ja schon mal zusammenkleben. So. Den braucht man noch. Wo ist mein da? Ich hoffe, er funktioniert. Ich habe ihn vorhin nämlich einfach auf den Tisch gelegt, ohne ihn zuzumachen. Ah. Momentan ist er ganz willig. So. Wir den Blatt auf das Cover. Wenn wir eh schon dabei sind. Oh, ich hoffe, ich bin hier im Bild. Ich habe nämlich vergessen, die Tischplatten ein Stück vorzuziehen und deswegen lässt die Kamera sich nicht so richtig einstellen. Schlag mich, wenn es nicht so ist. So. Ich gucke es mir gleich nochmal an. Wahrscheinlich ärgere ich mich zu Tode. Wenn es dann nicht passt. Aber neu machen ist schlecht. Habe ich so einen kleinen Kleck vom Kleber drauf. Hier oben ist ein bisschen Papier eingerissen. Aber es ist ja für mich selbst, ne? Von daher wollen wir mal nicht meckern. Und ich finde es schön. Tricksen, Tarn, täuschen. So. Babymint. Ja, ne? Eindeutig. Obwohl Gelb ja auch echt cool ausgesehen hätte jetzt, ne? Da noch mit drauf, in Gelb. Gelb passt immer total gut zu Türkistönen. Haben wir nochmal Mattgelb. Habe ich letztens auch erst gebraucht, ne? Nee, ich möchte die hier mit drauf haben. Und das lasse ich, wie es ist. Ich finde gelbe Sterne und dann andersfarbene Sterne, das passt nicht. Ne? Gucken wir mal. Oder doch? Da passen aber die glänzenden besser zu als die matten. Finde ich. Ist schon schön, ja? Wo ist denn mein Peter hier? Der große Stern. Da ist ein kleiner Stern. Und dann nehme ich noch Pünktchen. Einmal.
Ja, also da passen die glänzenden besser drauf, finde ich. Schön. Die Farbkombi finde ich klasse. So, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ja. Na, fast. Ich habe das doch sehr eng gemacht, ne? Nicht so schlau gewesen. So, mal vorsichtig. Ich hätte es weiter auseinander machen müssen, ne? Jetzt brauche ich einen Verschluss. Sonst hält es nicht. Shit. Entschuldigung, ich denke gerade, deswegen bin ich gerade so still. Ich hätte es doch weiter auseinander machen müssen als nur 2 mm. Gut, ist so. Verschluss wäre ja möglich. Habe ich passendes Gummiband? Nicht so wirklich. Doch, das hier. Nee. Das ist Marineblau, ne? Es war nicht mehr Platz dadurch, dass das nicht größer war, das Stück. Das Hellblau passt auch nicht dazu. Ich lasse mir was einfallen. Ich muss mal gucken. Das stellt mich gerade nicht zufrieden. Das hier. Schwer, ne? Kommt nicht auf die Idee, das hier reinzufrickeln in so eine Box. Funktioniert nicht. So. Ich habe aber nämlich die passenden Ösen dazu. War jetzt natürlich nicht so der Plan, aber es müsste eigentlich gehen. Muss. Muss gehen. So, Crocodile, großes Loch. Entschuldigung, dass ich das mal eben so halte, aber es muss ja irgendwie auf einer Höhe sein. Da war die Hand zwischen. Willkommen bei Tolpatschhausen. Schön, wenn der Schmerz nachlässt. So, das passt. Passt auf jeden Fall. Oh. Passt auf jeden Fall zu dem Leder und gibt einen Farbkontrast. So.
jetzt muss das einmal so. Ich mache jetzt erstmal eine Seite fest und dann gucken, wie viel ich brauche. Dann stecke ich die Öse da rein. Wenn sie denn möchte. Ja, komm. Also, normalerweise würde ich das Gummi ja durch das Loch stecken und einen Knoten machen, aber dann kriege ich den Block da nicht mehr rein. Jetzt hoffe ich, dass das auch so hält. Wenn man das so ein bisschen reindrückt. Verpressen. Ja. Perfekt. Hält. So. Einmal den Block nur zum Testen da rein. Einmal rum. Und abschneiden. So. Soll ja ein bisschen auf Spannung sein, ne? Jetzt hier genau das gleiche. Ziehen wir das mal so rum. So, dass wir da hier vorlegen. Die Öse da reindrücken. Pressen. Pressen. So. Dann das wieder nach außen. Stellen. Passt aber. Ich würde mal sagen, gerettet. Gerettet. So, jetzt muss ich das noch einpinseln. Möglichst ohne den Block dabei zu versauen. Und dann kann ich den hier draufkleben. Man kann jetzt auch oder hätte auch doppelseitiges Klebeband nehmen können. Aber nö. Kam mir gerade nicht nach. Ich habe auch kein breites, das hätte nicht funktioniert. Wie gesagt, ob das jetzt die perfekte Lösung ist. Kann ich euch nicht sagen. Es ist jetzt zumindest meine. So. Und mal umdrehen. Auch mal ausrichten. Gucken, dass an allen Seiten der gleiche Abstand ist. Das sieht gut aus. Und fest. Nutze ich auch noch mal die Klemmen gerade an den Stellen hier, wo die Ösen sind. So. Damit das auch hier hält. Aber ich bin zufrieden. Ich lasse das jetzt so in Ruhe noch mal ein bisschen trocknen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit meinem kleinen Chaos-Video hier. So bin ich halt, ne? Wenn ich mir was überlege, ohne dass ich es vorher einmal durchmache und dann ein zweites Mal bastel. Das war in dem Fall nicht möglich. Deswegen so aus dem Bauch raus auf den Basteltisch. Und ich bin total zufrieden. Es gefällt mir richtig gut. Ja, macht es gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch. Wir haben ja schon Ostern. Ich wünsche euch
weil ich es mit Sicherheit schon vorher hochgeladen habe. Noch ein paar schöne Ostertage. Wir sehen uns Sonntag wieder. Bis dann. Tschüssi.